Warum du mit Argumenten nicht überzeugst. Weder gewinnst du Kunden durch Argumente, noch überzeugst du Mitarbeiter. Was dagegen wirklich funktioniert und wann du Argumente dann auch einsetzen solltest und darfst, das erfährst du in diesem Video. Die gute Nachricht, es ist nicht dein Fehler, dass du auf Argumente setzt und auf diese Art und Weise Mitarbeiter verlierst oder auch Kunden nicht gewinnst. Du hast es einfach nicht anders gelernt. Schon in Schule und in Ausbildung und im Studium bekommen wir immer wieder gesagt, der Inhalt zählt und das Argument überzeugt. Das ist falsch. Argumente sind beliebig. Sie bestehen in der Regel aus drei Teilen, nämlich der Behauptung, dem Beweis oder auch dem Beispiel und dem Fazit. Ja, das kann ich natürlich austauschen, so wie es gerade für mich passt. Du erlebst das immer wieder mal in der politischen Diskussion. Naja, obwohl, da wird ja so gut wie nicht mehr argumentiert, sondern nur noch politisiert. Ein Beispiel für ein Argument. Du kannst nicht aktiv führen. Menschen lassen sich nicht führen, sondern sie entscheiden sich für Führung. Also kannst du Menschen maximal dazu bringen, sich von dir führen zu lassen. Das Argument hinkt natürlich in gewisser Weise, weil es gibt verschiedene Strukturen, die dafür sorgen, dass Führung funktioniert, auch wenn sich Menschen nicht von dir aktiv führen lassen, zum Beispiel Hierarchien. Und dennoch klingt dieses Argument oder diese Argumentationskette erstmal ziemlich logisch, erzeugt aber ganz schnell ein sogenanntes Ja-Aber. Ja, aber ich habe einen Chef, von dem ich mich nicht führen lassen möchte, der führt mich aber trotzdem, ich kann ja gar nichts dagegen machen. Weiter kommt erschwerend hinzu, dass du in keiner Ausbildung, nicht der Schule, dem Studium oder auch Berufsausbildung Dinge erfahren hast, wie Menschen wirklich ticken, wie sie sich überzeugen lassen und wie sie sich beeinflussen lassen. Niemand hat dir wirklich gezeigt, wie Beeinflussung funktioniert, also wie eine wirkungsvolle Kommunikation stattfindet, auf was du achten musst, welche psychologischen Hintergründe dabei zu berücksichtigen sind und wie das genau geht. Was ist jetzt der Grund dafür, dass das Ding mit den Argumenten nicht wirklich funktioniert? Na, zum einen ist es so, dass die meisten Menschen bereits eine gefestigte Meinung zu einem Thema haben, vielleicht auch zu einem Angebot oder auch zu einer Branche. Also quasi eine feste Haltung und Meinung zu quasi allem. Wenn du sie also mit deinen Argumenten bombardierst, dann passiert Folgendes. Erstens, es entsteht sofort Widerstand. In dem Moment rührt sich sofort das innere Gegenargument. Das ist quasi ein automatischer Reflex, dagegen kommst du gar nicht an. Dazu kommt zweitens, dass sie sich relativ schnell schlecht fühlen. Das liegt daran, dass sie den Eindruck bekommen, dass du gescheiter wärst als sie oder du tust zumindest so, wenn du mit Argumenten daherkommst. Denn Argumente sagen, ich weiß es besser als du. Du sprichst, wenn du argumentierst und sie hören zu, damit überzeugst du niemals. Und Argumente werden ganz oft als Überreden wahrgenommen. Das bedeutet, dass sofort ein sogenanntes Ja-Aber entsteht. Ein Beispiel. Wenn wir den Auftrag bis Montag nicht fertig haben, dann kündigt der Kunde. Dazu hier die Mail, da steht's drin, da hat er geschrieben, ich kündige, wenn ihr das nicht hinbekommt. Also müssen wir am Wochenende arbeiten. Ja, aber das schaffen wir auch am Wochenende nicht. Jetzt ist erstmal Widerstand entstanden. Ja, und jetzt hat die Führungskraft das Problem, den auch noch auflösen zu müssen. Es gibt bessere Methoden, das hinzubekommen. Gleich dazu mehr. Wie überzeugst du jetzt Kunden oder auch Mitarbeiter, ohne Widerstand zu entwickeln, weil du sofort argumentierst? Du startest immer mit Fragen, nicht Zutexten. Fragen stellen und dann zuhören. Wer argumentiert, verliert. Wer fragt, der, genau, führt. Die Menschen fühlen sich einfach wohler, wenn du mit Fragen beginnst. Sie fühlen sich ernst genommen und sie fühlen sich wichtiger, denn sie werden ja befragt und nicht zugetextet. Das hilft für eine gute Grundhaltung. Und du gibst Kunden und auch Mitarbeitern die Möglichkeit, die Chance, eigene Lösungen zu finden. Und tatsächlich passiert es sehr oft, dass wenn du mit einer Fragetechnik da reingehst, die Leute selbst die Lösungen finden. Auch Kunden verkaufen sich schon mal gerne selbst dein Angebot, weil sie vom Nutzen überzeugt sind. Dann musst du gar nicht mehr argumentieren, also gescheit daherreden oder am Ende sogar Menschen überreden. Wann helfen dir jetzt Argumente und wann genau setzt du sie ein? Du setzt sie dann ein, wenn die Menschen dir Fragen stellen. Dann gibst du die Antworten nach Argumentationstechnik. Und diese Argumentationstechnik hat einen klaren Aufbau.
Du stellst eine Behauptung auf, du lieferst einen Beweis oder eine sogenannte Weil-Begründung und dann packst du ein Beispiel hinten drauf oder ziehst ein Fazit. Das ist die Grundordnung guter Argumente. Ein Beispiel dazu. Frage eines Kunden zum Beispiel an mich, wenn es um den Kurs Manipulatorik geht. Er möchte wissen, was ist denn bitte das Besondere an Manipulatorik? Die Argumentation. Problem ist ja tatsächlich, dass wir ständig und jeden Tag beeinflusst werden, aber nicht professionell in der Lage sind, selbst zu beeinflussen, also zu manipulieren, und zwar im positiven Sinn. Deswegen liefert die neue Methode der Manipulatorik einen Doppelschlag, zwei Fliegen mit einer Klappe. Sieben sind es jetzt dann doch nicht geworden, aber immerhin zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist geschützt vor Manipulationsversuchen von anderen und von außen und du beherrschst Manipulation positiv im Bereich deiner Führung und oder auch im Verkauf. Und das passiert deswegen, weil wir die Methoden der Medienprofis benutzen. Und die Medienprofis, die wissen ganz genau, wie Beeinflussung und Manipulation geht. Und deine Argumente beziehen sich immer auf Problem und Lösung. Denn die Menschen wollen wissen, was für einen Nutzen sie haben, also welches Problem du löst oder auch welchen Wunsch du durch dein Angebot oder deine Führung befrieden kannst. Und sie wollen nicht wissen, wie du das genau machst, sondern dass es funktioniert. Was ist jetzt die neue Methode, die dir hilft, widerstandslos zu überzeugen? Schönes Wort, widerstandslos überzeugen. Es ist die Manipulatorik. Wir nutzen sehr positive Methoden der Beeinflussung, gelernt und entlehnt von den Medienprofis, die genau wissen, wie so etwas funktioniert, zum Beispiel in der sogenannten Interviewtechnik. Es handelt sich um positive rhetorische Manipulation. Du nutzt positive Fragenansätze, die den Kunden oder Mitarbeiter selbst auf die Lösung bringen. Beispiel. Was passiert zum Beispiel in Ihrem Business, wenn Sie allein durch Manipulatorik hinbekommen, doppelt so viele Kundenanfragen zu haben? Wie bekommen Sie das am besten hin? Und in dieser neuen Methodik argumentieren wir nicht von vornherein, also sofort, wir texten die Leute nicht zu, sondern wir machen erstmal ein kleines Interview an der Stelle. Und Argumente kommen dann ins Spiel, wenn die Kunden uns danach fragen, wenn die Mitarbeiter uns danach fragen, wie das genau funktionieren soll, was sie davon haben, welche Hintergründe vielleicht noch zu berücksichtigen sind. Wenn du dann argumentierst, solltest du natürlich absolut fit sein in deiner Argumentation. Deswegen zwei Dinge, die wichtig sind für gute Argumente. Schreibe die wichtigsten Argumente auf, die du brauchst, nach denen Menschen Fragen stellen. Und schreibe die fünf wichtigsten Argumente auf für Einwände, die Kunden oder Mitarbeiter immer wieder vorbringen. Das ist die sogenannte vorweggenommene Einwandbehandlung mit Riesenwirkung in der Beeinflussung. Tja, argumentieren per se ist anstrengend. Du musst viel überlegen, du musst das Ganze parat haben. Sehr einfach ist dagegen das Fragen und das damit verbundene Zuhören. Du bist also viel entspannter. Motto: Wer zu früh argumentiert, verliert. Wer am Anfang fragt, der führt. Argumente sind also die zweite Wahl in deiner Kommunikation. Argumente kommen zu einem späteren Zeitpunkt. Immer erst dann, wenn der Kunde danach fragt, wenn Mitarbeiter Fragen stellen, dann fängst du an zu argumentieren. Was dir bisher niemand in Ausbildung oder Studium gezeigt hat, das kannst du jetzt lernen. Und zwar über das neue Buch, das Manipulationsbuch der Rhetorik. Ich schenke dir das Buch, du zahlst lediglich Versand und Verpackung. Unten im Text findest du einen Link, den klickst du an, dann kannst du dich eintragen und buchen und ein paar Tage später ist das Buch bei dir. Viel Spaß mit dem Buch, das Manipulationsbuch der Rhetorik. Wenn du dieses Buch gelesen hast, dann wirst du auch das Thema widerstandslose Kommunikation hervorragend beherrschen.